Herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, im heutigen Videobeitrag. Heute möchte ich euch 10 Expertenaussagen zum Thema Gold und Goldpreis präsentieren, die ich sehr, sehr interessant und sehr aussagekräftig finde. Die erste Aussage stammt von Alan Greenspan, dem damaligen Chef der Federal Reserve Bank, also der Fed. Und er hat diese kurze, aber sehr knackige Aussage verfasst: Wer Gold besitzt, hat immer Geld. Eine zweite sehr interessante Aussage lautet: Jeder sollte etwas Gold kaufen, jeden Monat für immer, um sich abzusichern. Diese Aussage stammt von Mark Faber, weltweit bekannter Börsenexperte, Fondsmanager und Buchautor. Die dritte Aussage: Geld lügt, Gold ist ehrlich. Von Professor Dr. Hans Bocker, Unternehmensberater, Finanz- und Wirtschaftsjournalist, Unternehmer, Hochschullehrer und Buchautor. Die vierte Aussage: Eben weil wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie es mit dem Geldwert und der Stabilität des Finanzsystems weitergeht, bleibt Gold zu Risiko Diversifikation in jedem Wertpapierdepot unentbehrlich. Reinhard Helmut, Portfolio Manager und erfahrener Vermögensverwalter. Prognosen mit genauen Zeitpunkten mache ich nicht, aber die Unze sollte locker 2000 bis 2500 Dollar wert sein. Das Basisinvestment ist das Metall. Es dient als Versicherung. Man kann jederzeit darauf zurückgreifen. Professor Dr. Max Otte, Fondsmanager und Börsenbuchautor. Die sechste sehr interessante Aussage: Zurzeit läuft die größte Rettungsaktion des Finanzweltsystems mit viel und billigem Geld. Da kann man keine Konkurrenzwährung in Form von Gold gebrauchen, die die Zugkraft der geldpolitischen Rettungsmission von Fed, EZB oder Bank of Japan schwächen oder gar konterkarieren könnte. Im Revier der Geldpolitik ist Gold unerwünscht. Man ist kein Schelm und kein Verschwörungsanhänger, wenn man Notenbanken unterstellt, den Goldpreis zumindest indirekt zu drücken. Robert Halver, Kapitalmarktexperte. Siebte Aussage: Unserer Meinung nach erfüllt nur physisches Gold die Funktion des finalen Geldes und eine Versicherung gegen ein Problem im Geld- oder Finanzsystem. Philipp vorn dran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch. Sechste Aussage: Jeder sollte jedoch zumindest einen Teil seines Vermögens in Gold halten. Denken Sie stets daran: Ungedeckte Papierwährungen kommen und gehen. Gold bleibt. Thorsten Poleit, Chefökonom Dekusa, Präsident des Ludwig von Mises Institut Deutschland und Honorarprofessor. Die vorletzte Aussage: Für mich als wichtigste Empfehlung zum Thema Geldanlage. In jedem Haushalt gehören je nach persönlicher Befindlichkeit des Vermögens in physischem Gold. Dirk Müller, Buchautor und Börsenexperte. Und die letzte Aussage: Die langfristige Sicht aufs Gold bleibt für mich gleich. Inflation wird und muss irgendwann kommen, um das Verschuldungsproblem zu lösen. So oder so wird das Papiergeld in seinem Volumen ständig größer, während die Goldproduktion abnimmt. Am Ende dürften alle Papierwährungen gegenüber Gold abwerten. Ich kann keine genaue Prognose abgeben, aber 5.000 oder 10.000 Dollar pro Feinunze würden mich nicht wundern, wenn die Inflation, so wie von mir erwartet, kommt. Das Aufholpotenzial im Verhältnis zu Aktien im Dow Jones ist groß. Demnach müsste Gold sogar auf über 12.000 Dollar steigen. Stefan Riese, deutscher Börsenmakler und Buchautor. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like von dir freuen und ansonsten auch gerne über einen Kommentar, gerne auch konstruktive Kritik. Bis bald im nächsten Video. Dein Matthias. Ciao, ciao.